Das Tote Meer ist seit Jahrhunderten ein Naturwunder, aber in der Region geschieht etwas Alarmierendes. Das Meer ist ausgetrocknet und was einst ein beliebtes Touristenziel war, gibt nun Anlass zur Sorge für Wissenschaftler. Seltsame und rätselhafte Vorfälle ereignen sich und niemand weiß warum. Die Folgen dieser Ereignisse sind möglicherweise katastrophal, nicht nur für die Region, sondern auch für die ganze Welt. Tauchen wir also tiefer in die mysteriösen Vorgänge am Toten Meer ein und versuchen wir, die schockierende Wahrheit ans Licht zu bringen. Unter der sengenden Sonne des Nahen Ostens schrumpft das Tote Meer, der tiefste Punkt der Erde, langsam aber sicher. Obwohl es wie ein allmähliches Problem erscheinen mag, stellt es für diejenigen, die von der Existenz des Meeres abhängen, eine große Herausforderung dar. Das Wasser ist so dicht und reich an Mineralien, dass es sich eher wie eine Mischung aus Sand und Olivenöl anfühlt als wie Wasser und jeder weiß, dass man darin nicht untergehen kann. Seit Jahrzehnten sind Touristen fasziniert von dem seltsamen Wunder, mühelos auf der Oberfläche zu schweben und lesen sogar Bücher als Beweis für die einzigartigen Eigenschaften des Toten Meeres. Das Tote Meer ist mehr als nur ein beliebter Touristenort, es ist ein wertvolles Ökosystem und ein empfindlicher Indikator für den Zustand der Umwelt in der Region, die von einem trockenen Klima und einem chronischen Wassermangel durch die Landwirtschaft geplagt wird. Vielleicht habt ihr schon Gerüchte gehört, dass das Tote Meer verschwindet, aber das stimmt nicht ganz. Wenn der Wasserspiegel sinkt, steigt der Salzgehalt, bis die Verdunstung ein Gleichgewicht erreicht. Dennoch ist die Geschwindigkeit, mit der es schrumpft, alarmierend. Der Wasserspiegel sinkt jedes Jahr um über einen Meter. Das bedeutet, dass der tiefste Punkt der Welt ständig neu berechnet wird, da die Oberfläche des Toten Meeres derzeit 420 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Die Straße, die zum Strand des Toten Meeres hinunterführt, ist so steil, dass die Veränderung des Luftdrucks ein ähnliches Gefühl hervorruft wie das Knacken in den Ohren beim Sinkflug eines Flugzeugs. Die Ausblicke auf das Tote Meer sind wirklich atemberaubend, mit einem einzigartigen und fast unwirklichen Gefühl. Man denkt dabei an den beeindruckenden Grand Canyon und die ruhige Schönheit des Comasees, der sich tief in die Schlucht schmiegt. Es ist kein Wunder, dass schon die alten Zivilisationen die Besonderheit dieses Ortes erkannten, auch wenn sie es nicht genau sagen konnten. Die Legende besagt, dass sogar Kleopatra selbst Produkte aus der Region für ihre Schönheitspflege verwendete, darunter Eselsmilch und Mandelextrakt. Solche Geschichten gibt es im gesamten Nahen Osten zuhauf, doch die historische Bedeutung der Region ist unbestreitbar. König Herodes, der in der Nähe einen Winterpalast besaß, kam wahrscheinlich wegen seiner Gesundheit hierher, obwohl sein berüchtigter Ruf sein Image als prominenter Fürsprecher in der antiken Welt getrübt hat. Die Römer wussten, wie wertvoll das Tote Meer war und sie unterhielten eine strenge militärische Kontrolle über die umliegenden Straßen, um ihre reiche Salzquelle zu schützen. Eine Ware, die damals so wertvoll war, dass sie als Zahlungsmittel verwendet wurde. Die einzigartigen gesundheitlichen Vorteile des Toten Meeres sind nicht nur ein Ammenmärchen. Der ungewöhnlich niedrige Luftdruck unter dem Meeresspiegel kann eine günstige Umgebung für Menschen mit Asthma schaffen, während das mineralreiche Wasser, der wohltuende Schlamm und die strahlende Sonne Menschen mit Schuppenflechte Linderung verschaffen. Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt finanzieren sogar therapeutische Reisen ans Tote Meer für Menschen mit diesen Erkrankungen. Trotz seines allmählichen Rückgangs hat das Tote Meer immer noch einen beträchtlichen wirtschaftlichen Wert. Da Touristen Ressorts auf beiden Seiten seiner Grenzen erkunden und aus seinen Mineralien hergestellte Kosmetikprodukte kaufen können. Da ein Teil der Küste unter israelischer Kontrolle steht, ist davon auszugehen, dass die Palästinenser in Zukunft ebenfalls wirtschaftlichen Nutzen aus den außergewöhnlichen Eigenschaften des Toten Meeres ziehen werden. Der Rückgang des Wasserspiegels des Toten Meeres ist jedoch ein bemerkenswertes Phänomen, das nicht ignoriert werden kann. Während des Ersten Weltkriegs ritzten britische Ingenieure Initialen in einen Felsen, um den Wasserstand zu messen. Und diese Kratzer sind auch nach einem Jahrhundert noch auf dem knochentrockenen Felsen sichtbar. Um den aktuellen Wasserstand zu erreichen, muss man eine belebte Hauptstraße überqueren, durch ein Dickicht aus sumpfiger Vegetation navigieren und eine riesige, etwa 2 Kilometer lange Schlammfläche durchqueren. Das zurückweichende Wasser hat jedoch einige Kilometer weiter oben in der Touristenstadt Ain Gedi zu erheblichen Problemen geführt. Als das Hauptgebäude mit Restaurant, Duschen und Souvenirladen Ende der 1980er Jahre gebaut wurde, schwappten die Wellen gegen die Mauern. Das Resort muss nun eine spezielle Eisenbahn kaufen, um die Passagiere zum Wasser zu befördern, was eine weitere 2 Kilometer lange Strecke bedeutet. Nir Wanger, der die touristischen Aktivitäten von Ain Gedi leitet, findet die Geschwindigkeit der Veränderungen beunruhigend.
Es kostet den Ort rund $500,000 pro Jahr, das Meer mit einem Traktor, Benzin und Angestellten zu befahren. Er ist am Toten Meer aufgewachsen und hat miterlebt, wie sich die Landschaft verschlechterte und verschwand, was echt traurig ist. Der Gedanke, dass seine Kinder und Enkelkinder nicht das erleben werden, womit er aufgewachsen ist, macht ihn traurig. Trotz alledem übt das Tote Meer mit seiner einzigartigen Chemie, dem rauen Mikroklima und den sich auftürmenden kamelfarbenen Bergen, die auch Kleopatra und Herodes noch erkennen würden, abgesehen von den gelegentlich aufragenden Betonhotels, nach wie vor einen gewissen Reiz aus. Aus der Sicht eines Geologen ist das Tote Meer einfach der Ort, an dem der Jordan endet, sein Endziel. Der Fluss fließt an einem Ende hinein, aber er fließt am anderen Ende nicht wieder heraus, sondern verdunstet in die Luft. Zu sagen, dass das Tote Meer stirbt, ist vielleicht etwas übertrieben, aber der Fluss, der es speist, kann durchaus als solcher bezeichnet werden. Während der Regenzeit kommt es gelegentlich zu Überschwemmungen, aber die meiste Zeit des Jahres ist der Fluss nur ein Rinnsal und in einigen Teilen Israels und des Westjordanlandes kann man ihn in der Trockenzeit überqueren. Der Jordan war jedoch einst eine große Wasserstraße und ein bedeutender Fluss in der Antike, an dem sogar Christus getauft wurde. Die US-Regierung entsandte 1847 eine Marineexpedition zur Erforschung des Jordan, die von einem mutigen Offizier namens William F. Lynch geleitet wurde. Sein Bericht über die Reise ist faszinierend, denn er beschreibt die 5 Meter hohen Wasserfälle und Stromschnellen des Flusses, die eine Gefahr für die Boote darstellten. An einer Stelle stießen sie auf eine alte Brücke, die zu einem Hindernis geworden war, über das der Fluss wie ein reißender Gebirgsbach hinwegfloss. Und 80 Jahre später floss der Jordan immer noch kräftig und lieferte Pinchas Rutenberg, einem russischen zionistischen Ingenieur, genug Wasser, um in einem abgelegenen Gebiet ein Wasserkraftwerk zu bauen. Heute erinnern die verlassenen Bauwerke noch immer an Rutenbergs ehrgeizige Vision, doch die umgebende Landschaft bietet ein anderes Bild. In den letzten Jahren haben sich in der Wasserpolitik des Nahen Ostens dramatische Veränderungen vollzogen. Während das Terrain der Region gleich geblieben ist, hat sich die Wassermenge, die in das System ein- und aus ihm herausfließt, drastisch verändert. Der nördliche Jordan fließt in den See Genezareth, während der südliche Jordan aus Galiläa nach Süden in das Tote Meer fließt. Durch den Staudamm am südlichen Teil des Sees Genezareth hat Israel jedoch die Kontrolle über das in den Jordan fließende Wasser erlangt und Galiläa zu einem wichtigen strategischen Wasserreservoir gemacht. Trotz der Bedeutung des Flusses hat die Region die Menge an Süßwasser, die von Entsalzungsanlagen im Mittelmeerraum produziert wird, stetig erhöht. Wir möchten euch die komplexe wasserpolitische Situation im Nahen Osten im Detail schildern. Die israelische Regierung begann in den 1950er Jahren mit der Entnahme von Wasser aus dem Jordantal, ein ganzes Jahrzehnt bevor sie überhaupt einen Damm baute. Dies hat für die Landwirte in Jordanien und im palästinensischen Westjordanland, die auf das Wasser angewiesen sind, um ihre Felder zu bestellen und ihre Familien zu ernähren, große Probleme verursacht. Doch trotz seiner eigenen Probleme verfügt Israel über das Geld und die technischen Mittel, um die Wasserversorgung der eigenen Bevölkerung zu gewährleisten. Allerdings gibt es einen weiteren Haken. Der Jordan ist auf den Jarmuk-Fluss angewiesen, der durch Syrien fließt. In den letzten Jahrzehnten hat Syrien mehr als 40 Dämme gebaut, um das Wasser des Jarmuk zu kontrollieren, der früher den Jordan speiste. Dadurch wurde die natürliche Strömung des Flusses unterbrochen, was die Wasserversorgung für alle Beteiligten noch komplizierter macht. Wir haben es also mit einem verworrenen Netz der Wasserpolitik zu tun, bei dem jeder Schritt Auswirkungen auf einen anderen hat. Es ist ein heikler Balanceakt, der sorgfältige Navigation erfordert, um sicherzustellen, dass alle genug Wasser zum Überleben haben. Einige Jordanier vermuten, dass Syrien mehrere Dämme als Vergeltungsmaßnahme für den Friedensschluss zwischen Israel und Jordanien im Jahr 1994 gebaut hat. Andere wiederum glauben, dass Syrien die Dämme gebaut hat, um sein eigenes Volk mit Wasser zu versorgen. Das Ergebnis ist jedoch dasselbe, ein einst mächtiger Fluss hat nun Schwierigkeiten, genügend Wasser zu liefern. Auch das Königreich Jordanien hat Staudämme für seine eigenen Zwecke gebaut und damit das komplexe Netz strategischer Konflikte in der Region vergrößert. Nehmen wir das Beispiel der Türkei, die in den 90er Jahren den Atatürk-Damm am Euphrat baute. Der Irak und Syrien behaupteten, dass das Projekt ihnen den Zugang zu Wasser abschneidet, was zu weiteren Spannungen führte. Aber schauen wir uns das Tote Meer an, das zwischen Jordanien und Israel liegt. Dieses Gewässer ist berühmt für seinen hohen Salzgehalt und seine Mineralien, die es zu einem der salzigsten Gewässer der Erde machen. Leider schrumpft das Meer allmählich, was auf eine Reihe von Faktoren wie den Klimawandel, den geringeren Wasserdurchfluss des Jordan und menschliche Aktivitäten wie Bergbau und Tourismus zurückzuführen ist. Was passiert also, wenn das Tote Meer vollständig austrocknet?
Diese Frage unterstreicht das fragile Gleichgewicht der Wasserversorgung im Nahen Osten und verdeutlicht die dringende Notwendigkeit einer nachhaltigen Wasserbewirtschaftungspolitik. Das Tote Meer ist ein einzigartiger Wasserkörper, der ein vielfältiges Ökosystem aus Bakterien, Algen und salzliebenden Pflanzen beherbergt. Sein hoher Salzgehalt bietet Lebensräume, die in normalen Süßwasserumgebungen nicht zu finden sind. Würde das Meer jedoch austrocknen, hätte dies katastrophale Folgen für das umliegende Ökosystem, einschließlich der Flora und Fauna, die für ihr Überleben auf das Meer angewiesen sind. Dies würde zum Aussterben zahlreicher Arten führen und auch die lokalen Gemeinschaften, die auf das Meer zur Bewässerung und als Einkommensquelle angewiesen sind, wären stark betroffen. Außerdem könnte die Austrocknung des Toten Meeres zur Freisetzung von Schadstoffen und Chemikalien in die Umgebung führen. Daher ist es wichtig, dass wir diese wertvolle Ressource schützen. Was denkt ihr über das Austrocknen des Toten Meeres? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare.